Was bisher geschah? Wir haben die letzten paar bedeutsamen Orte abgeklappert und wieder ein paar Banditen verdroschen, dieses Mal aber betrunken. Hey Dudes und Dudettes, was geht? Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir gehen jetzt hier weiter zu Verwese mir nicht. Und dann werden wir mal die Hauptstory weitermachen. Oh, ich laufe genau in die falsche Richtung. Das ist ein super Anfang schon mal. So sollte das sein. So sollte das sein. Beste Orientierungssinn, den es gibt. Yo. Ah, hier war das Gasthaus. Genau, da ist er auch drin. Ich könnte natürlich auch einfach auf die Map gucken, so. So, da sitzt ja schon der alte Säufer. Nee, der muss immer einen saufen, ey. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Ich sehe schon kommen. Wir werden wahrscheinlich in einer heftigen Schlägerei hier uns verstricken. So wie ich mit meiner Oma immer gestrickt habe. Den ganzen Tag. Die ganzen Winter lang. Ich sag mal, es ist Zeit zu gehen. Komm, wir hauen einfach ab. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Ich muss sagen, die sitzen da aber auch so, guck mich an, ich bin so cool. Ich kann mit einem Messer rumspielen. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Alter! Lass mich los! Oh, ich sehe schon. Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Oh Gott, yeah! Jetzt wird's Zeit für eine kleine, Kneipenschlägerei. Oh, erstmal alles abfackeln, was hier drin ist. Komm her! So viel zu dem Thema raushalten, ne? Alter, ich bin voll da reingesprungen und ich habe irgendwie mein Ziel verloren. Was soll das? Boah, Alter, hat er den in den Kopf abgeschossen. Säbel, ey. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! Na geil, ey, sind wir jetzt hier die Bösen oder was? Was soll das denn? Wir haben Geist getan! Zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Oh Mann, ey, die kriegt ihr Gesicht eingedrückt. Und ist dann sauer auf uns, ja genau. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Yo, what up, Beach? Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist.
und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Ja, was soll ich jetzt sagen? Na komm, warum Vysimar? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Ja komm, mich interessiert, was die da bekommen hat. Muss ja was hat die denn für ein Angebot? Tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Müssen wir jetzt selber reiten, oder was ist hier los? Aber ich finde das aber blöd, dass der Vysimir jetzt nicht mehr dabei ist. Der ist eigentlich ganz cool. Der ist auch noch voller Blut, ey. Wer hat da gerade gehustet? Das war im Spiel, oder? Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Das muss wehgetan haben, ey. Aber was machen die hier auf einmal? Alter, was für eine Verfolgungsjagd! Oh, what the fuck? Der Geralt sitzt erstmal in der Badewanne und lässt sich hier schrubben, ey. Ist sie überhaupt... Alter, ist sie überhaupt volljährig? Aber das ist ein alter Schuft, ey. Oh nee, bitte nicht. Dem geht's aber gut, deine Badewanne. Das muss reichen.
Vor allem dieser Blick dabei so, boah, Typ, Alter. Musst du mich jetzt unterbrechen, oder was? Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Warum nennt er es nicht gleich Stuhl? Cladwin, auf dem Berger. Ich interessiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Ich frage jetzt einfach, was mit meinem Bart los ist. Ich mag Bart, ich habe selber auch einen Bart. Hallo, man kann doch nicht einfach den Bart eines Mannes abschneiden. Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Also ich würde dieses Gefühl nicht mögen, ne? Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Wieso macht er so lange Pausen? Kann er nicht gescheit reden? Jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Gerald von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Oh, den kenne ich aus dem zweiten Teil. Ich habe ihn aber nicht getötet, ich habe ihn verschont. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Bergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich muss gerade mal daneben bei sagen, ich glaube, das ist die Simulation vom Witcher 2 Spielstand. Und da muss ich jetzt die Fragen so beantworten, wie ich das im Spiel gemacht hätte, weil ich konnte den nicht exportieren. Und dann werde ich das einfach mal so machen. Und ich bin mit Vernon Roche gegangen. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Ich sag mal einfach, ich musste Triss retten. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich erinnere mich an das Megaskop von Sheila. Was sage ich denn? Ist die entkommen? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich sag einfach, die ist entkommen. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreib das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was die meinen. Nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern.
Nee, Leto habe ich nicht umgebracht. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Dieser komische feine Pinkel da, ne, der kommt so komisch rüber. Der sieht so übelst verbraucht aus, als hätte der sein ganzes Leben lang nur geraucht. Quasi schon mit der Nabelschnur. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Oh, wart! Oh, was ist denn da los? Schwarz, schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Oh, nee, ey. Boah, Alter, der Typ. Der müsste eigentlich so eine Stimme haben, so... und durch so ein kleines Loch in seinem Hals atmen. So sieht er eigentlich aus. Was sind das für Klamotten, ey? Das sieht mir aus wie Tucke. Tuckiger am tuckigsten oder so. Ja, okay, nee, in der Mitte, das sieht ja immer am schlimmsten aus. Nehme ich jetzt hier den Schissel? Oder hier das? Oh, nee, das geht ja gar nicht. Oh, nee, das ist alles pottenhässlich, ey. Muss ich das jetzt ausrüsten oder wie? Ach so, das Badetuch darf ich behalten. Das ziehen wir später nochmal an. Oh, wunderschön, Geralt. Wie siehst du denn damit aus? Na, ich wollte schon sagen, wenn ich denn das jetzt ausziehe, hat er dann eigentlich nichts drunter. Ah, oh, meine Güte, ey. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Darf ich mir jetzt alle mitnehmen? Ich versuche es lieber mit was anderem. Nur zu, wir haben Zeit. Ach, wir haben Zeit. Gut. Das da werde ich gar nicht erst anprobieren. Darf ich alle mitnehmen? Das sind einfach dieselben Schuhe. Komm, ich loote jetzt einfach alles. Und vertick die Scheiße dann später. Selbst wenn ich dafür im Endeffekt nichts kriege, das ist mir vollkommen Wumpe. Oh, ich sehe damit aus wie ein schwuler Knappe, ey. Nee, ich lasse das hier an. Ich hoffe, wir können das jetzt einfach... What the fuck? Wer hat da gerade gebrüllt? War da nicht gerade so ein... irgendwie? Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Komm, das hast du gerade schon mal gesagt. Du wiederholst dich. So, und wir gehen weiter. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Och, nee. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her.
Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Na. Warte, der hat die linke au- ja. Das hier müsste das Richtige. Ich hätte auch was anderes machen können. Scheiße, Mann. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit. Also ich fand das okay. Ich fand, das sah herrlich aus, du, ey. Damit könnte ich zum Schönheitswettbewerb gehen. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Alter, dieses Geräusch. Magnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Erstmal hier das Licht ausmachen, Mann, ey. Ingrimi ep art kerser, deit wenn adan in karn ep morvut, em hier war emreis. Em hier war Milchreis. Soll ich nicht? Ich tu's nicht! Nein! Eure kaiserliche Majestät. Area ep to orde. Evelien, namin wat gern wavort. Boah, damit habe ich den erstmal den Mittelfinger ins Gesicht gerammt. Aber einmal quer durch die Nase, du. So viele Monate an Folterszof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Ich wünschte, ich könnte die Antwort dafür ausgesucht haben. Und dann sagen, doch, ich kenne die Etikette. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Sie ist zurück, ist das sicher? Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun, nach der Audienz. Dann fragen wir mal, warum wir dafür ausgesucht werden. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich werde sie einfach nur für Ciris Willen suchen. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Aber ich will nur mal das Bild von Ciri sehen. Die sah da ja so köstlich drauf aus. Aber die hatte den Spaß ihres Lebens.